Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen leckeren Chia-Pudding. Ich habe schon so lange, also in Tagen, Lust auf einen Chia-Pudding. Und irgendwie kam ich dazu nicht. Und heute mache ich mir den Wunsch wahr, erfülle ich mir den Wunsch und mache einen leckeren neuen Chia-Pudding. Und zwar mit einer Hanfmilch. Ich habe hier Hanfsamen vorbereitet. Die geschälten Hanfsamen sind zwar ein bisschen kostspieliger, aber dafür sind sie sehr, sehr leicht zur Milch zu verarbeiten. Und dazu benutze ich eine schöne Menge Datteln. Hier, die kommen da rein. Denn der Hanf hat eine leicht bittere Qualität, so eine bittere Schärfe. Doch, ich finde, der hat eine kleine, schon leichte Schärfe. Auch wie der Hafer. Ich finde das Wort Schärfe sehr, sehr passend dazu. Hat neulich mal jemand eine Frage gestellt, oder ich muss sagen, nach wiederum Schmecken normal. Es ist eine Schärfe dabei. Und die Datteln machen das sehr schön. Werten das Aroma sehr schön auf, würde ich eher sagen. Und dazu kommt noch hier Vanille und Zimt. Passen sehr, sehr schön dazu, finde ich. Und ich mache es auf der Grundlage einer Bananenmilch. Also ich werde den Hanf mit Bananen mischen. Ich habe hier drei mittelgroße reife Bananen. Und das ist meine Hanfmilch. Das werde ich gleich mal eben mit dem Wasser natürlich zusammenmixen. Unten kommen die Datteln rein, die Hanfsamen, vielleicht zwei große Löffel und jeweils einen Teelöffel Vanille und Zimt ein bisschen mehr und die Bananen kommen auch oben drauf und das Wasser. Ein bisschen Wasser, um genügend Milch zu haben. Schöne cremige Milch für meinen Chia-Pudding. Hanf-Chia-Pudding. So, gleich mal eben den Mixer tanzen. Schärfe, würde ich sagen. Leicht im Hintergrund. Und die Banane und die Süße von den Datteln und das Gewürz vom Zimt und so weiter macht daraus ein ganz feines Aroma. Also Hanf kann sehr, sehr toll sein. Man muss ihn allerdings zu nehmen wissen, würde ich sagen. Also hier kommt eine Schüssel hinzu. Eine Schüssel für den Chia-Pudding. Und ich tue die Hanfmilch jetzt einfach mal hier rein. Alles brauche ich vielleicht nicht. Und hier habe ich den Chiasamen. Da habe ich auch so, ja, vielleicht 3-4 Löffel. Die werde ich jetzt einarbeiten mit dem Schneebesen. Und zwar kommt der Samen in die Flüssigkeit oben drauf. Dann rühre ich die ein. Umgekehrt wäre es blöd, weil dann kann es leicht zu Klumpen kommen. Bilden sich Klumpen und kleben die aneinander, den Chiasamen. Und deshalb umgekehrt. Bei allen möglichen Sachen, wo man so eine Rühre, das anrühren muss, mit Pulver und Wasser, ist immer das Wasser zuerst, die Flüssigkeit zuerst und obendrauf dann das Pulver, dann kann nichts passieren. Das habe ich jetzt früher auch öfters mal falsch gemacht, als ich noch keine Erfahrung damit hatte. Aber irgendwann weiß man es dann, nach 1000 Mal hat man dann den Dreh raus und dann kann nichts mehr schief gehen. Es ist so einfach, ohne Klumpen und so Pudding anzurühren. Einfach anrühren und als ganz besonderen Bonus für meinen Chia-Pudding habe ich hier noch, möchte euch zeigen, ein bisschen Passionsfrucht oder Maracuja ausgelöffelt, so sieht die aus. Und ich finde, ja, diese kleinen Körner, die in Maracuja innen drin sind, die passen so wunderbar zum Chiasamen, habe ich mir gedacht, das könnte sein. Hier ist so eine Maracuja, wie die aussieht. So sieht die aus, so habe ich sie aus dem Bioladen gekauft. Und sie gibt sie mal, ich finde die toll, ich liebe die.
Und ich schneide die einfach mal in der Mitte durch mit dem Messer, mit dem scharfen Messer, der hat eine harte Schale. Und dann nehme ich einen Löffel und ihr seht hier, wie ich eine Maracuja auslöffle. Das ist die halbe Maracuja, so macht man das. Dann nimmt man den Löffel und geht so am Rand entlang und kratzt das ein bisschen raus. Weil die klebt am Rand an einigen Stellen, klebt dieses Gelee, wo die Maracuja-Samen drin eingehüllt sind, das klebt so an solchen Fäden am Rand der Schale. Jetzt kann man die so rausnehmen, fast am Stück, wie ihr seht. So. Also das ist was ganz was Köstliches, hat so ein säuerliches Aroma, etwas säuerlich. Und die kommt jetzt auch hier rein. Ich wollte nur mal zeigen, wie das geht. Weil wenn ihr mal eine Maracuja seht und nicht wisst, wie ihr essen sollt, also es lohnt sich wirklich. Die dürfen dann allerdings nicht zu lange liegen lassen in der Wärme. Im Kühlschrank halten sie sich ein bisschen, schon eine Woche oder so. Aber dann irgendwann trocknen die aus und dann schmecken sie überhaupt nicht mehr. Ja, also immer schön frisch essen. Dass es hier noch das Gelee innen drin noch da ist und die Kerne. Und dann tue ich die direkt hier rein. Rühre die mit ein. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das könnte ein leckeres Gericht werden, weil alles zusammen sehr gut passt. Und ihr wisst ja, wie das mit Chiasamen so ist. Der ist ja auch gerade deshalb so toll, weil es ja auch dieses Gelee bildet. Gibt ein bisschen Maracuja an meinem Schneewesen. Macht aber nichts. Das kann man auch mitessen alles, das ist alles sehr lecker. Ja, so. Also noch ein bisschen Maracuja-Soße. Lecker, lecker. Und dieser Maracuja-Chia-Pudding muss jetzt ein bisschen ziehen. Viertelstunde gebe ich immer eine halbe Stunde. Dann ist das schön fest. Und dann werde ich mein Frühstück genießen heute. Also ihr habt schon so lange, wie gesagt, Lust drauf. Als Dessert konnte ich es auch essen. Wirklich ausgezeichnet. Viel Spaß dabei. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Dann bekommt ihr nämlich jeden Tag ein neues Rezept von mir. Und das ist MD Vegan auf YouTube. Und ich verbleibe. Bis bald.